dass eine andere Art von Leben möglich wird in einer kleinen, man würde heute sagen, Blase, die vielleicht nicht typisch ist für die damalige Gesellschaft, aber die in gewisser Weise den heutigen Individualismus auch vorweggenommen hat. Ja, ganz herzlichen Dank für diese freundliche Einladung. Ich habe mich enorm gefreut, hier vorzutragen. Und ich denke, ich habe wirklich was zu sagen zu diesem Genius Loci, weil es in meinem Buch eigentlich um 10 Künstlerkolonien geht, die so von 1850 bis 1950 ihre Wichtigkeit hatten. Aber zunächst möchte ich was zu meiner Motivation Ihnen mitteilen. Das bin ich 1999, ich habe meine Lizenziatsarbeit noch in Bern geschrieben zum Ersten Weltkrieg und bin dann, habe gedacht, immer zu Krieg und Panzergeneräle und Ludendorff und so, das ist nicht so meine Welt. Ich habe mich dann interessiert für den Monte Verità und habe dann Harald Szeemann, der die große Ausstellung gemacht hat, einen Brief geschrieben damals noch. Er hat lange nicht gearbeitet. Geantwortet, aber er hat dann geantwortet und er hat mich dann eingeladen in seine Fabrika in Macha und ich kam da an, meine Eltern haben mich noch begleitet und bis ins Tessin und wir haben den Monte Verità selbst angeschaut und dann am Abend um 5 hat er mich zu sich bestellt und ich bin dann in seine Fabrika gekommen. Das hat so ausgesehen. Und ich war natürlich vollkommen. Bin ich noch verkabelt? Ja, ja, ja. Also ich hat dann so ausgesehen, es war für mich eine unglaublich schöne... Entschuldigung. Also ich bin dann hier hingekommen in diese Art von Fabrika und das war für mich wie ein Erweckungserlebnis. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt meine Dissertation nicht schaffe, dann ist es nicht am Material, sondern es ist daran, dass ich es einfach wie nicht auf die Reihe bekommen habe. Soll ich es weitergehen? Und diese Fabrika, das ist ja auf 600 Quadratmeter sein Archiv. Das Archiv sieht aus wie ein wahnsinniges Chaos. Aber wenn man es genau anschaut, ist es eigentlich nicht ein Chaos. Es sind nämlich, er war zwar ein wilder Denker, aber er hat unendlich Ordnung gehalten, Harald Szeemann. Er ist ja bekannt für seine Ausstellung When Attitudes Become Form 1969. Christo hat die Kunsthalle in Bern verhüllt. Er hat dann als Generalsekretär die Documenta 5 in Kassel gemacht und ihm war es eigentlich immer um die Erweiterung des Kunstbegriffs zu tun. Und sein Archiv ist so aufgebaut, dass er eigentlich diese Artist-Files, also er hat in alphabetischer Reihenfolge hat er jeweils Kuverts mit Notizen und Ausschnitten zu Künstlern, dann hat er seine Project-Files, also zu seinen Projekten und dann hat er noch diese Bücher alphabetisch aufgestellt. Und lustigerweise hat er dies alles in Villa Jelmoli Weinkartons und sein Spruch ging immer, je mehr ich trinke, umso mehr halte ich Ordnung. Ja, jetzt bin ich schon eins zu weit. Man sieht hier, wie er sich alles aufgebaut hat und er hat sich dann Dinge wie zusammengelegt und diese Dinge, er hat am Schluss noch an Wolfsburg gearbeitet, diese Rundlederwelten, die ist dann posthum noch gemacht worden zur Fußballweltmeisterschaft 2006. Er ist ja 2005 gestorben. Ich war 1999 zum ersten Mal bei ihm und ich bin dann, er hat mir sofort am ersten Abend den Schlüssel gegeben und ich konnte dann so ein- und ausgehen und hat dann wirklich enorm viel gelernt und einfach wie gemerkt, wie das alles verbunden ist. Hier
sieht man diesen Baum, war inzwischen auch schon oft in Ausstellungen. Er ist ja sehr viel geflogen, seine Faxe haben immer angefangen, ich bin gerade in Warschau und fliege nach Berlin. Und alle seine Flugtickets, also was er in Koffern angemacht hat, hat er hier zusammen gehabt. Nebenan war der Kopierer und ich habe da einfach wochenlang kopiert und am Schluss in sehr schweren Kisten das alles nach Hause geschickt. Hier so sein, würde ich sagen, Altar, seine wichtigen Gegenstände von seinem Großvater 1974, seine berühmte Ausstellung Großvater, ein Pionier wie wir, wo er so das Leben eines Friseurmeisters, Coiffeurmeisters dargestellt hat. Das war ja derjenige, der die Dauerwelle erfunden hat. Und dann durch Tortur zur Schönheit. Also das ist so ein, indem die Frauen sich torturieren, werden sie eben schön. Und das ist eine Metapher auf das künstliche Leben. Und hier sieht man meinen alten Windows 95 Computer. Und hier habe ich gearbeitet. Und nebenan war der Fax. Und er hat damals die Biennale vorbereitet, die 1999 war. Und da kam jeden Tag drei, vier Meter Fax. Und er hat die dann, die Assistentin hat sie dann kopiert und er hat dann mit seiner Handschrift drunter geschrieben und dann wieder zurückgefaxt. Später hat er auch einen Computer, aber auch da hat er von Hand geschrieben und die Sekretärin musste es dann abtippen. Und also, ihr seht, ich habe jetzt ein bisschen lange gemacht zu Monte Verita. Das ist meine Motivation, von hier komme ich. Und ich habe mich dann immer wieder mit dem Thema beschäftigt und gefunden, man müsste das mal so wie in einem Kontext zeigen. Hier sieht man den Monte Verita mit all dem, was von dort aus ausgegangen ist. Und es zeigt so, wie das ist ein geistiger Brennpunkt für Harald Seemann gewesen. Und auch für mich ist es ein geistiger Brennpunkt gewesen. Weil für dieses Buch habe ich jetzt meinen Fokus ein bisschen geweitet und ich habe mal versucht, eine Europareise zu machen, von Künstlerkolonie zu Künstlerkolonie. Und zwar im Sinne eines schnitzlerschen Reigens. Also ich nehme immer eine Person, die geht an einen Ort, dann beschreibe ich 10, 20 Seiten den Ort. Natürlich nicht alles, zu jedem Ort gibt es viele Bücher, man könnte zu jedem Ort ganz, ganz viel schreiben, aber ich mache ausgewählte Punkte zum Ort. Ich nehme eine neue Figur, mit der gehe ich zum nächsten Ort. Und nichts ist Fiktion, also alle Personen haben wirklich gelebt und alle Personen waren wirklich an beiden Orten. Und so mache ich es jetzt auch im Vortrag. Also es ist logisch, ich kann nicht 330 Seiten in dreiviertel Stunde zusammenfassen, also ein Beispiel pro Ort und es geht wieder weiter. Und wer es genauer wissen will, muss es dann halt nachlesen. Jean-François Millet, er ist ein Bauernsohn aus der Normandie, er kommt 1949 nach Paris. In Paris gefällt es ihm nicht unbedingt, das Leben ist ihm zu stressig, zu großstädtisch und er möchte lieber aufs Land gehen. Und er geht dann nach Barbizon. Und hier begeistern ihn die Nähe zur Natur und zur Landschaft. Er legt sich auf den Boden und sieht den Wolken beim Segeln zu. Einem Freund schreibt er, wenn sie nur die Schönheit des Waldes sehen würden. Er strahle eine Ruhe und Größe aus. Die Bäume würden einander etwas zuflüstern, aber in einer Weise, dass die Menschen es nicht hörten, weil sie nicht über die gleiche Sprache verfügten. Aber fast noch mehr als der Wald gefällt ihm die Ebene nördlich von Barbizon. Auf den Feldern beobachtet er die Bäuerinnen und Bauern bei ihren typischen Tätigkeiten, beim Pflügen, beim Säen, beim Dreschen, beim Lesen der Ehre. In Millets wohl berühmtesten Gemälde, die Ehrenleserinnen von 1857, Sie sehen es hier, arbeiten drei gebückte Frauen mit auf den Boden gerichteten Blicken auf einem spätsommerlichen Feld. Sie stehen exemplarisch für das erschöpfende Arbeitsleben. Gleichzeitig jedoch behalten sie ihre Würden. Ihr karges Dasein bildet einen Kontrast zu den reichen Ernteerträgen in der Ferne. Heuschober, Garben, Wagen und zahlreiche eifrige Erntearbeiter. Das flache Licht der untergehenden Sonne hebt die Volumina im Vordergrund hervor und verleiht den Ehrenleserinnen ein plastisches Aussehen. Es bringt ihre Hände, Nacken, Schultern und Rücken zur Geltung und frischt die Farben ihrer Kleider auf. Man sieht also, Millet ist bestrebt, ganz anders als die Landschaftsmaler des 18. Jahrhunderts, sie eine sehr pastorale, eine
eine aristokratische Natur eigentlich gezeichnet haben. Er wendet sich den Landbewohnerinnen zu und versucht, die Schönheit von ihnen neu zu finden. Und dafür steht eigentlich Barbizon. Barbizon ist inzwischen praktisch ein Vorort von Paris, 30 Kilometer südöstlich davon, am Rande des Waldes von Fontainebleau gelegen. Und das ist ganz typisch. Die Künstler damals in einer industrialisierten Zeit suchen eigentlich die Abgeschiedenheit. Sie suchen eine urtümliche Lebensweise, die sie eben auf dem Land zu finden hoffen. Der Landschaftsmaler Arthur Höber, ein Amerikaner, hat berichtet, hier verkehren die Männer, die italienische Sonnenuntergänge und das Blau des Mittelmeeres gemalt hatten, die sich im Schatten eines Orangenbaums in Capri ausgeruht oder die kühlen Farbtöne des Nordkaps und die Schönheiten des norwegischen Fjorde studiert hatten. Also die Künstler und Künstlerinnen sind mobile Menschen. Sie gehen an ganz verschiedene Orte und sie treffen auf sesshafte Menschen. Und es ist auch ein Machtgefälle zwischen beiden Gruppen. Es sind immer die Künstler, die über die anderen berichten und nicht umgekehrt. Und ich habe dann gesagt, die Künstler sind eigentlich digitale Nomaden. Also sie gehen an schöne Orte, sie entdecken dort was, aber die Verlagshäuser, die Galerien, die Kunstausstellungen, die Salons sind in den Städten. Also sie leben nicht dort, wo sie ihren Erwerbsschwerpunkt haben. Und interessant auch ist, dass sie eine soziale Freiheit haben. Sie können nämlich, wenn man in der Heimatstadt, wir werden es gleich sehen, bei Ida Gerhardi ist, und einengende Vorschriften, eine junge Frau darf das und das nicht, die Männer müssen so und so und früh verheiratet. Sie gehen in die Großstädte und dann gehen sie aufs Land, weil auf dem Land ist die soziale Kontrolle deutlich kleiner, weil dort in Frankreich kann einer deutschen jungen Frau niemand etwas sagen. Und das gibt eben Freiraum, das ist auch, und wir werden das sehen, dass es lesbische Beziehungen, homosexuelle Beziehungen gibt, dass eine andere Art von Leben möglich wird in einer kleinen, man würde heute sagen Blase, die vielleicht nicht typisch ist für die damalige Gesellschaft, aber die in gewisser Weise den heutigen Individualismus auch vorweggenommen hat. Und das ist, würde ich sagen, die Hauptthese dieses Buches, und das ist auch vielleicht, was diese frühen Künstlerkolonien möglicherweise mit einem Ort wie Nares heute verbindet. Wenn man es genau nehmen will, würde ich sagen, ist das vielleicht das typischste Bild von meinem ganzen Buch. Wir sehen hier den irischen Maler Frank O'Meara, 28 Jahre war er da alt, er hat einen Tisch, an dem er aquarellieren konnte. Hinten auf der Brücke sieht man zwei einheimische Frauen, man erkennt sie an ihren Trachten. Die beiden sind wie voneinander getrennt. Der Mann ist sehr schick angezogen, ist gut angezogen, die Frau in ihren Trachten. Man sieht zwei Welten, die sich irgendwie interessieren, aber die natürlich trotzdem nicht zusammengehören. Ja, Ida Gerhardi. Ida Gerhardi kommt als junge Frau nach Paris. Ganz viele Frauen gehen damals nach Paris, weil sie ja die staatlichen Kunstakademien sind im 19. Jahrhundert für Frauen geschlossen. Also gehen sie an die privaten Akademien nach Paris, die Akademie Colarossi, wo sie war. Und sie macht dann von Paris aus einen Ausflug nach Pont-Aven und sie ist auch in Cré-sur-Loing, wo sie gerade die Brücke gesehen haben, und dort findet sie einen Paradiesgarten. Sie ist zusammen mit Jelka Rosen, einer anderen Künstlerin, und dort können sie ihre Modelle nackt posieren lassen in ihrem Garten. Und auch das war möglich. Es wird dann berichtet, dass der Pfarrer auf den Kirchturm gestiegen ist und dann die nackten Modelle gesehen hat. Das ist so auch das eine archetypische Geschichte, weil genau die gleiche Geschichte gibt es natürlich vom Monte Verità, wo das Gleiche passiert sein soll. Es zeigt natürlich, dass diese soziale Freiheit, von der ich gesprochen habe, genau in solchen Künstlerkolonien damals möglich war. Wenn man sich das viktorianische Zeitalter vorstellt, war das natürlich etwas sehr Außergewöhnliches, dass Frauen nackte junge Frauen malen.
Und hier habe ich jetzt noch ein Musikbeispiel. Im ersten Jahr ist alles gut gegangen. Die zwei Frauen hatten wie eine WG zusammen, ist alles bestens gelaufen. Beim zweiten Jahr war dann Frederick Delius, der amerikanische Komponist, dort. Der hatte mit Jelka Rosen ein Verhältnis angefangen. Ida Gerhardi fühlte sich schnell überflüssig und sie ist dann im Streit weggezogen. Und Delius hat schöne Musik komponiert. Es ist von seiner Oper Romeo und Julia auf dem Dorfe von Gottfried Keller. Und hier hat dieses Stück heißt Im Paradiesgarten. Ich könnte jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde so weitermachen. Es ist elegisch fließende Musik. Man merkt sofort, es passt zu einem Paradiesgarten. Es hat so etwas ruhig, schönes, eine schwüle, träge Stimmung. Und man kann sich gut vorstellen, in welch schöner südlicher Atmosphäre dieses Stück entstanden ist. Ida Gerhardi ist dann mit einer Gruppe von Studierenden aus Paris nach Pont-Aven, das ist in der Bretagne, gegangen. Und hier hat sie sich sehr interessiert für die Landbevölkerung. Sie hat dann ähnlich wie Courbet beispielsweise auch Landbewohnergewalt in grauen Farben, ein hochinteressantes Gemälde, das eigentlich erst vor kurzer Zeit wieder entdeckt worden ist. Und ich habe gefunden, mir war es auch ein Anliegen, mal nicht nur die Stars und die bekannten Persönlichkeiten zu zeigen, sondern auch gerade Frauen, die etwas gemacht haben, bei denen sich vielleicht noch viel stärker zeigt, was Künstlerkolonien ausmachen als bei den Stars. In Pont-Aven konnten sie dann auch nackte Männer im Hotel Julia skizzieren und hat dann berichtet, hier gibt es viele Künstler und wir haben einen wichtigen Abendkurs im großen Salon des Hotels des Voyageurs, den wir dreimal in der Woche besuchen und wo wir Modelle haben. Alle bringen ihre Staffelei und die Kerze mit und wir ziehen die Plätze zufällig. Ich mache hauptsächlich Feder- und Kreideskizzen von meinen malenden Kollegen, die ich insgesamt amüsanter finde als die Modelle. Für einen Tag, für einen Franc pro Tag, also die Hälfte dessen, was Verpflegung und Unterkunft kosten, posieren die Einheimischen ohne falsche Scham, berichtet Henry Blackburn. Sie schätzen, dass damit erzielte Nebeneinkommen sehr und nur während der Erntezeit sei die Nachfrage größer als das Angebot. Für die finnische Künstlerin Helene Westermark hingegen, die als Freundin Helene Schjerfbecks 1883 mehrere Monate in Pont-Aven verbringt, ist der Umstand fragwürdig, dass auch Kinder für wenig Geld stundenlang sitzen müssen. Hier sieht man dieses Hotel des Voyageurs. Wir werden später in Capri zurückkommen. Ganz, ganz häufig sind Künstlerkolonien um einen Kristallisationskern organisiert und meistens ist es ein Restaurant oder ein kleines Hotel gewesen. Das war schon in Bach-Bisson so, ist in Pont-Aven so, ist auf Capri so, ist auf Taormina so. Wir werden das sehen. Helene Schjerfbeck. Sie besucht eine finnische Malerin, sie ist hochinteressiert an der Bretagne, weil ähnlich wie in Finnland, wo sie herkommt, die Oberschicht nicht die gleiche Sprache spricht wie die Landbevölkerung. In der Bretagne ist der Bretonisch verbreitet, aber die Amtssprache ist Französisch und ähnlich ist es ja in Finnland. Sie besucht ein Volksfest und schreibt dann: Heute ist der letzte der Feiertage. Mit Rasseln, Musik, alten Männern und Wahrsagerinnen, Bettern, Hunden, Gänsen, Schweinen und Katzen. Die Luft ist verpestet und die Dudelsacke schwirren wie Wespen. In ihrer Malerei wirft sie einen sehr intimen Blick auf alltägliche Dinge. Aber konservative Kultur- und Kunstkritiker lehren ihre Sichtweise ab. Ihr Bild, trocknende Wäsche, ein luftiges Tableau,
auf dem man beinahe den durch die Wäsche ziehenden Wind zu spüren glaubt, erntet auf der Herbstausstellung 1883 im finnischen Kunstverein in Helsinki negative, geradezu hämische Kritiken. Das ist kein Kunstwerk, sondern eine Skizze. Skizzen soll man nicht aufstellen, echauffiert sich ein Kritiker. Ein anderer meint, Wäsche gehört ins Haus. Und die Frau, so hat er wahrscheinlich gemeint, gerade mit ihm. Wir gehen weiter nach Skagen. In Skagen kann alles ein Anlass zum Fest sein, der Abschied von einem Kollegen, die Ankunft von einem Kollegen, Mitsommernacht, Wende und so weiter. Und hier hat P.S. Kreuer, für mich ist es eine Verbindungsfigur von Pontavenn nach Skagen oder Skagen, wie die Dänen sagen, dargestellt. Hier hat er ein Fest dargestellt. Feste sind ja bekanntlich nicht einfach sind auch eine Zelebration des befreiten Lebensstils, den die Künstlerinnen und Künstler dort haben. Aber wenn man jetzt unter Gender-Perspektive natürlich einmal dieses Bild anschaut, fällt schon auf, wen Kreuer zu den Künstlern zählt und wer zu den Kindern schaut. Anna Anker vorne war auch Künstlerin, hat auch gemalt. Mit einem Blick kann sie zuprosten, gleichzeitig muss sie noch zum Kind schauen. Der Ehemann hinten in der Mitte kann aber unbeschwert von allem zuprosten. Es evoziert auch ein Freundschaftsideal, dieses Bild. Also es tut so, als wären alle Künstler eins gewesen, als hätten sie gemeinsam eine Mission gehabt. In Tat und Wahrheit war es aber natürlich so, dass es auch Neid und Eifersucht unter den Künstlern geherrscht haben. Also es zeigt auch gewisse Spannungen, die man in vielen Künstlerkolonien sieht, werden genau in solchen Bildern auch verdeckt. Auf der Weltausstellung 1889 in Paris hat dieses Bild dann die Goldmedaille erhalten. Marianne Stokes, mit ihrem in alten Kunstkatalogen ist sie immer Mrs. Adrienne Stokes, weil sie als Österreicherin, sie hat Pleidensberger geheißen, hat sie Adrienne Stokes in Pontavenn kennengelernt. Zusammen sind sie nach Skagen gegangen und von Skagen sind sie nach Capri gegangen. Und in Capri hat sie hier dieses Bild, es heißt eine Capri-Hexe, dargestellt. Es ist eine junge Bewohnerin Capris. Sie stellt sie als psychologisches Porträt dar, eine fast schon ethnografische Studie über Kleidung und ihren Habitus. Der auffällige Hausschmuck aus Silbermünzen und Halbedelsteinen, der über dem golden schimmernden Grund besonders gut zur Geltung kommt, verleiht dem Mädchen einen exotischen Reiz. Und Adrienne Stokes schreibt in einem Brief, dass die Modelle in Capri fast so gut sind wie die in London oder in Paris. Und hier kommen wir jetzt zum Hotel Pagano. Das ist ein Gemeinschaftswerk. Das war diese Darstellung eines Wandgemäldes im Hotel Pagano. Das war die Künstlerabsteige, wo Adrienne und Marianne Stokes mitgemacht haben, das zu malen. Das ist eine sehr eigenwillige Mischung. Man sieht eine Schar gutherziger Heinzelmenschen. Eines trägt eine gewaltige Flasche Wein, ein anderer ein Schlüsselbund und ein dritter ein Kranz mit dem deutschen Gruß Willkommen auf Capri. Das Rätsel dieser überraschenden Motivkombination lässt sich leicht lösen. Es handelt sich um eine Referenz an August Kopisch, den Entdecker der blauen Grotte auf Capri, der 1836 die Heinzelmännchen zu Köln veröffentlichte. Dieses gut dokumentierte, aber leider zerstörte Gemeinschaftswerk besticht durch seine skurrile Themenmischung. Allegorien der vier Jahreszeiten, eine schöne Jünglingsgestalt als Genius der Antike, nehmen klassische Bildthemen des Südens auf. Doch neben dem Kater Hidigaigi, eine Gestalt aus dem Versdepot der Trompeter von Säckingen von Josef von Victor von Scheffel, nachdem auch ein Lokal benannt ist, lässt ein Affe segnend ein Hering in das lärmende Getümmel zechender und musizierender Putten herunterbaumeln. Und ein Vorhang
tut so, als wäre es eine echte Loggia. Also man sieht, es ist eine Verbindung von Nord und Süd. Und es war sehr interessant, dass die Deutschen in dieses Hotel gegangen sind und die Engländer in ein anderes. Also man sieht eigentlich, dass die Künstler auch ihre eigene Kultur an einen Ort mitbringen und gewisse Sachen in einem Synkretismus aufnehmen, aber gleichzeitig etwas Eigenes daraus machen. Und Marianne und Adrian Stokes, man sieht hier Köpfe, die sich selbst verewigt haben. Es gibt schöne Beschreibungen, wie sie da mitgemalt haben. Und die einzige Frau, die mitgemalt hat, ist Marianne Stokes. Sonst waren es nur Männer. Zu diesem Bild, ich finde es einfach schön, will ich gar nichts sagen. Lenin spielt mit Alexander Bogdanow Schach unter der Aufsicht von Maxim Gorki. Sie wollten auf Capri die Schule der Revolution gründen. Eine wunderbar schöne Geschichte, die ich aber hier nicht mehr erzählen kann. Alma Mahler Werfel, sie war ja hochbegabt. Sie hat schon früh komponiert, sie hat Stücke geschrieben. Und sie ist in Capri gewesen als ganz junge Frau, knapp vor 20 Jahren. Und geht dann nach Altaussee. Altaussee ist im Salzkammergut, ein wunderschöner Ort mit Seen, mit Bergen. Und sie fühlt sich aber dort nicht wirklich gut. Eine wichtige Sorge bewegt sie nämlich. Sie nimmt sich die Worte einer Freundin zu Herzen. Alma, du bist am Zenit deiner Schönheit. Du bist umworben. Du kannst wählen. Wähle. Sie wolle doch nicht so enden wie eine unverheiratete Freundin, die mit ihren 30 Jahren ebenso verbittert wie trostlos sei. Das Vergnügen kommt bei ihr deswegen in Altaussee nicht zu kurz. Sie geht aus in die Geisha oder zu Dr. Sternlich. Es wurde musiziert. Er spielte, ich spielte. Zum Schluss tanzten wir wild gar, bacchantisch. In einer Almhütte, wo sie mit 5 Schiffen hingefahren ist, zieht sie sich ein Dirndl an, das ihr famos steht. Das gilt aber nicht für ihren Verehrer Paul. Der sieht in seiner Tracht zu komisch und hässlich aus. Als er es wagt, ihr die Hand zu küssen und sie gar um die Taille fassen will, wird ihr dies zu bunt. Ich bitte um etwas Manieren, mein Lieber, weist sie ihn zurecht. Ihr Verlangen nach Liebe, Nähe und Körperlichkeit stillen derlei Flirts nicht. Mit schwelgerischer Leidenschaft schreibt sie ins Tagebuch. Man trennt sich mit dem sinnenden Verlangen, sich näher kennenzulernen. Und man lernt sich kennen, so lernt man sich lieben, so lernt man sich lieben, so lernt man das Küssen, lernt man das Glück, lernt man Gott, lernt man das All. Am folgenden Tag reist sie aus Altaussee ab und feiert ihren 20. Geburtstag. Der ersehnte Mann wird in der Gestalt von Gustav Mahler bald in ihr Leben treten. Rasch erhört sie seine Werbungen und heiratet ihn. Nach der Eheschließung gibt sie auf seinen Wunsch das Komponieren auf. Ihr ganzes Leben ordnet sie seinen genialischen Attitüden unter. Ich lebe ja nur für ihn. Ich kopiere für ihn, ich spiele Klavier, um ihm zu imponieren. Ich lerne, lese, alles aus demselben Grund, beschreibt sie ihren neuen Zustand. In Altaussee. Altaussee, genau das Thema, das wir in Bach-Bisson hatten. Es gibt Volkskunter, die durchgehen und noch die letzten originalen Bauernhäuser zeigen und dann versuchen, Typen der Bauernhäuser darzustellen. Beispielsweise Rudolf Mehringer. Und es gibt ein Buch von ihm, 57 Seiten mit 126 Skizzen in dieser Art. Und es ist ein bewahrendes Motiv, weil man Angst hat, dass die Stadt alles kaputt macht, geht man noch durch die alten Orte und versucht zu retten, was zu retten ist. Es ist genau die Zeit, wo die ersten Freilichtmuseen entstehen, wo man genau dieses ländliche Kulturgut eigentlich bewahren möchte. Dort war auch Richard Strauss. Er hat die Alpensymphonie komponiert in Altaussee. Manche sagen, es ist musikalischer Kitsch. Ich finde es eigentlich sehr schön. Es beschreibt eine Bergfahrt hin. Es fängt in der Dunkelheit an. Im Morgengrauen geht man hinauf in den Berg, dann Mittag, das großartige Gipfelerlebnis mit Hörnern und dann ein Gewitter und dann geht es wieder hinunter. Und ich spiele Ihnen jetzt den Anfang dieser Alpensymphonie vor.
Auch da, man merkt einen großartigen Orchesterapparat, dieses überwältigende Strauss ausdrücken wollen, dieser volle Orchesterapparat, der hier schmettert. Die nächste Station gehen wir mit Arthur Schnitzler, der ja auch den Reigen geschrieben hat, das Motiv des Buches, nach Taormina. Vom Aufenthalt nicht entzückt, notiert Schnitzler am dritten Tag in Taormina. Was den Schriftsteller so verdrießt hat, lässt sich dem Tagebuch nicht entnehmen. Am Hotel wird es kaum gelegen haben, denn er ist mit seiner Frau Olga im Domenico abgestiegen. Das ehemalige Dominikanerkloster aus dem 15. Jahrhundert, gelegen am Rande der Altstadt Taorminas mit einer atemberaubenden Sicht auf die Bucht, war bis 1866 von Mönchen bewohnt worden. Ein findiger Unternehmer hatte es 1894, 10 Jahre vor Schnitzlers Aufenthalt, in ein Hotel der Luxusklasse umgebaut. Anspruchsvolle Gäste können durch den erhaltenen Kreuzgang gehen, die im Innenhof gepflanzten Blumen bewundern und in den zu den Zimmern umgewandelten Mönchszellen schlafen. Eines Morgens, notiert Schlitzer, habe ihn Olga wegen eines später unauffindbaren Stacheltiers geweckt. Er schlief wieder ein und träumte, dass er in Tunis von einem Moskito gestochen worden sei. Olga hingegen träumt von einem Helm von Cesare Borgia, der von 1000 Stacheln strahlt. Für Sigmund Freud, dessen epochales Werk die Traumdeutung 4 Jahre zuvor erschienen ist, wäre der Fall klar gewesen. Die Symbolik des Stachelns und des Stechens, der im Trauminhalt der beiden Eltern, offenbar Ehepartner offenbar unabhängig voneinander vorkommt, kann für ihn nur auf verborgene sexuelle Wünsche stehen. Sie bezieht sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf die eingeschlafene Sexualität des Paares, das ohne den Sohn unterwegs ist. Dafür spricht auch, dass im Traum Olgas der Renaissance-Fürst Cesare Borgia, der für einen maßlosen und verschwenderischen Lebenswandel steht, einen prominenten Auftritt hat. Wollte sie vielleicht lieber einen Feldherrn zum Ehemann anstatt eines Arztes, der Schriftsteller geworden ist? Passt nicht auch das vom Aufenthalt nicht entzückt im Tagebuch Schnitzler bestens zu dieser Vermutung? Aber wir können nicht wissen, allenfalls darüber spekulieren, was in der ehemaligen Mönchszelle im Hotel Domenico in Taormina zwischen Arthur und Olga Schnitzler gelaufen oder eben nicht gelaufen ist. Ja, das ist eine Entdeckung von mir, haben viele andere auch schon entdeckt, aber das ist ein hochspannendes Wandgemälde in der Casa Guseni in Taormina. In Taormina hat nämlich der Industrielle Robert Kitson, ein industriellen Erbe, homosexuell, eine eigene Villa im Arts and Crafts Style bauen lassen mit Säulen Palladios. Und innen hat er dann durch den Maler Frank Brangwyd, einen britischen Maler, der auch das Erdbeben 1908 von Messina sehr in bewegenden Radierungen gezeichnet hat, ausmalen lassen, Fresken. Und Brangwyn war sehr bekannt für seine Fresken und hier hat er ein sehr gewagtes Bildmotiv gezeichnet. Er hat nämlich die erste homosexuelle Kleinfamilie gezeichnet der bildenden Kunst. Also ein Mann tragen zusammen ein Kind, das vielleicht ihr eigenes ist, in eine Welt der Freiheit. Gekleidet sind sie in der weiße Mann, als vorgestellt als Brite, und ein Einheimischer in den Farben Taorminas. Also man sieht auch hier, dass eine solche Bildsprache eigentlich sehr, sehr gewagt ist für eine Zeit um 1908, als in Deutschland der Paragraph 175 herrschte, also dass Homosexualität unter Strafe verboten war. Und man muss sich das nicht wie heute vorstellen, dass man Eintritt bezahlt hat und das dann gesehen konnte, sondern man ist auf Einladung des Hausherrn eingeladen worden und durfte dann dieses Wandgemälde sehen. Also es war etwas im Verborgenen, aber es war halt doch möglich. Mit Truman Capote, ich glaube, ich bin schon etwas in der Zeit, man könnte unglaublich viel erzählen, deshalb mache ich das nicht mehr so lange. Truman Capote hat wunderbare Briefe geschrieben, es gibt nichts Lustigeres als seine Briefe aus Taormina. Und er ist später auch nach Tanger gegangen, das ist der einzige Ort in Nordafrika, ein Schmelztiegel, wo islamische, jüdische und christliche Kultur zusammentreffen und wo ganz viel passiert. Ich glaube, ich lasse es jetzt aus.
Paul Bowles, der Schriftsteller, Komponist, ist hier im entsprechenden Milieu gelandet. In der McCarthy-Ära in den USA hätte er nie diese persönliche Freiheit gehabt, die Rentonche vorfällt. Er und seine Frau leben aber wie Bruder und Schwester zusammen. Das Wort Liebe wenden sie nicht auf ihre Beziehung an. Obschon sie bleiben einander verbunden, eine Trennung steht nicht zur Diskussion. Jane Bowles hat zahlreiche Affären mit Frauen, eine besonders intensive und verheerende zu Cherifa, einer marokkanischen Marktfrau, die einen schlechten Einfluss auf sie ausübt. Sie entwickelt Depressionen und Phobien, hat Drogen und Medikamenten und Alkoholsucht und stirbt sehr früh an einem Gehirnschlag, nachdem sie monatelang oder jahrelang in psychiatrischen Kliniken verbringen musste. Ohne seine Frau macht Paul Bowles zahlreiche Reisen durch das Atlasgebirge, durch Marokko. Er ist sehr interessiert an Land und Leuten. Er lässt sich von einem Fahrer in seinem Jaguar mit offenem Verdeck chauffieren. Mit dem Fahrer hat er auch eine Liebesbeziehung. Und er, Paul Bowles, nimmt auch zahlreiche Künstler aus Marokko unter seine Fittiche, beispielsweise Ahmed Yacoubi. Er fotografiert ihn ständig und nimmt ihn dann später auch nach Venedig mit, wo sie Peggy Guggenheim besuchen. Also es kommen hier libidinöse Codes von einheimischen Männern, von älteren westlichen Männern zusammen. Aber es ist eigentlich beruht auch auf Gegenseitigkeit, weil Ahmed Yacoubi hat später eine große Karriere selbst als Künstler gemacht und ist in den USA als Künstler groß geworden. Mit John Singer Sargent gehen wir weiter nach Korfu. John Singer Sargent wird heute, Julian Barnes hat gerade Der Mann im roten Rock, ist ein Titelbild von John Singer Sargent, einen unterschätzten Maler in meinen Augen, hat ein hervorragend und wahnsinnig spannendes Werk gemacht. Auch er war homosexuell und ich habe sehr viel. Er war auch in der Schweiz beim Simplon übrigens, er war ein richtiger Weltreisender und hat ganz, ganz spannende Sachen erlebt. In Korfu bin ich der Geschichte des Achilleions ein bisschen nachgegangen. Das war diese Villa mit 128 Zimmern. Die Kaiserin Sissi hat sie bauen lassen. Später hat sie der Kaiser Wilhelm II. Gekauft und sie verbindet den pompeianischen Stil zusammen mit der heutigen Bequemlichkeit. Weil es gab auch Elektrizität, es gab ein sehr schönes Bildprogramm mit antiken Statuen, natürlich alles nachgemacht aus Gips, und auch Shakespeare hat Sissi integriert, weil es ihr Lieblingsdichter war. Kaiser Wilhelm hat sich dann später sehr für die Gorgo interessiert, etwas, das auch Harald Seemann auf dem Monte Verita gefunden hat. Die Gorgo, diese verschlingende Göttin der Nacht, die sozusagen die dunklen Triebe symbolisiert. Und während der Weltkrieg ausgebrochen ist, ist kurz vorher Kaiser Wilhelm noch in Korfu gewesen und hat dieses ausgegraben. Auch das kann man im Buch nachlesen. Hier habe ich die einzige Ausnahme im Buch gemacht. Ich musste einfach irgendwie von Korfu wieder in den Norden kommen. Aber es gab einfach niemand, der von Korfu direkt nach Worpswede gegangen ist. Gerhard Hauptmann hat zwar viel mit Vogel zusammengearbeitet, war viel in Korfu, hat ein sehr schönes griechisches Tagebuch gemacht. Aber der Bruder Karl Hauptmann ist dann viel in Worpswede gewesen und mit ihm bin ich nach Worpswede gereist. Worpswede, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, es ist nördlich von Bremen im Teufelsmoor, ist eine wunderschöne Siedlung, wie viele Künstlerkolonien inzwischen auch ein Touristenziel geworden, mit 4 oder noch mehr Museen, ganz viele Museen. Und man entdeckt dann halt auch, wie sich ein Künstlerort entwickelt, nachdem die erste Generation der Künstler weg ist. Es gibt ganz berühmte KünstlerInnen von
Worpswede am bekanntesten inzwischen wahrscheinlich Paula Modersohn-Becker. Ich habe mich aber auch, wie schon gesagt, auf Künstlerinnen konzentriert, die nicht so bekannt waren. Und deshalb habe ich hier Jüli Wolfthorn einmal angeschaut. Mit ihrer Freundin Adele von Fink ist sie hingekommen. Sie ist eine jüdische Künstlerin. Und Paula Becker, wie sie damals noch hin, vermerkt in ihrem Tagebuch leicht entrüstet, dass sich die beiden Frauen offensichtlich am nötigen Respekt mangeln lassen. Am Mittagstisch greifen sie ungeniert mit jugendlichem Heißhunger zu. Hosendamen sind sie, emanzipierte Frauen, die im Habitat der Großstadt Berlin besser aufgehoben scheinen als in der Worpsweder Moorlandschaft. Jüli Wolfthorn steht 1897, als sie Worpswede besucht, erst am Anfang ihrer langen Karriere. Aber Worpswede bringt in ihr keine Seite zum Klingen. In einem Brief schreibt sie: Kleine, schmutzige Bauernkinder, animieren mich nicht, nur zu den Kleinen fühle ich etwas. Sie heißt Gesha. Ob es vielleicht das Mädchen ist, das sie hier porträtiert hat, ein klassisches Bild aus Worpswede, sogar die Birken am Rande fehlen nicht. Jüli Wolfthorn vermisst das gesellschaftliche Leben in Worpswede, wie sie ihrer Freundin Ida Demel mitteilt. Die Maler sind nicht zu sehen, sie bewohnen alle eigene Häuser, sind zum Teil verheiratet oder beinahe und zeigen keinerlei Neigung zum Verkehr. Wie schade, sie reist bald wieder ab. Sie wird eine bekannte Malerin in Berlin, sie ist in Hiddensee und sie wendet sich explizit gegen die konservativ-nationalistische Malerei. Später war sie auch in Ascona und eine tragische Karriere steht ihr bevor, denn sie wird deportiert und sie wird im Konzentrationslager ermordet. Mit Charlotte Barra, einer Tänzerin, die bei Vogler war, geht es nach Ascona, der letzten Station. Ihr Vater baut für sie, sie ist bekannt für ihren Hexentanz. Vogler schreibt über sie: Ihre Tanzbewegungen hatten in der Hauptsache ein ganz langsames Tempo, mit dem sie Trauer, Zusammenbruch und Tod darstellte. Ihr Vater baut für sie ein Theater am Ortseingang von Ascona. Und das ist heute noch zu sehen, ist ein wunderschöner Ort. Und wir gelangen als letzte Station auf den Monte Verità. Schon 1904 ist der Berliner Büroangestellte Bruno Hauks von Berlin nach Ascona zu Fuß gegangen. Er will sich im Sanatorium Monte Verità als Gärtnergehilfe anstellen lassen. An seinen Erfahrungen lässt er die Zeitgenossen in einer Broschüre teilhaben. Darin erinnert er sich mit Grausen an die frühere Zeit, als er in Berlin von morgens bis abends als Bürogehilfe arbeiten musste. Auf dem Monte Verità findet er endlich, was er gesucht hat. Er hat sich von seiner entfremdeten Arbeit in der Großstadt gelöst und ist ein gesunder Gärtner geworden. In seiner Broschüre schreibt er: Gar nicht beschreiben kann ich, welche Wonne es für mich war, in früher Morgenstunde, wenn der Tau noch auf jedem Grashelmchen blitzte, das Erdreich umzugraben. Mit vollen Zügen zog ich den frischen Erdgeruch ein und fühlte mich wohl und glücklich. Also ist er vom unglücklichen Büroangestellten zum glücklichen Gärtner geworden auf dem Monte Verità. Und Harald Seemann hat all dieses Leben und ganz viel mehr gesammelt und in seiner großen Ausstellung dargestellt. Und Harald Seemann war ja immer auf der Suche nach den Obsessionen und den Intensitäten. Also er hat gefunden, es geht um die Erweiterung der menschlichen Ausdrucksfähigkeit in Kunst und in der Lebensführung, um die Grenzbereiche menschlicher Erfahrung. Und deshalb hat er Obsession als etwas Positives definiert. Obsession, schreibt er, ist also durchaus positiv zu werten und meint nicht nur die landläufige Gleichsetzung mit primitiver Teufelsbesessenheit als auszutreibendem Trieb. Und auch der Begriff Museum ist von der Freiheitsdimension, die dieser kulturelle Ort heute bietet, her anzusehen und meint nicht den ambivalenten Diskussionsgegenstand der letzten Jahre. Museum als Möglichkeit und Form, Zusammenhänge auszuprobieren, Fragiles zu bewahren, Triebe zu dokumentieren. Also ist Seemann ganz typisch, dass er eben keinen Unterschied macht zwischen Kunst und Nicht-Kunst,
Für ihn ist Erfahrung eben auch Kunst und die wahre Kunst ist die Lebenskunst. Diese Erweiterung des Kunstbegriffs ist für Harald Seemann sehr charakteristisch und deshalb war der Monte Verità eines seiner wichtigsten Anwendungsgebiete seines Denkens. Und ich habe das versucht zu recherchieren, während Monaten durch ganz Europa und versucht, die Spur des Monte Verità aufzunehmen. Er ist sozusagen ein Schliemann des Monte Verità und versucht zu finden, was er damals noch gesehen hat. Und für Harald Seemann sind eben Intensitäten an einem bestimmten Ort. Sie sind nicht nur fluide im Raum. Also Intensitäten können sich materialisieren an einem Ort wie dem Monte Verità, vielleicht auch in Neirs. Und diese Orte sind eben beides. Sie sind Orte, die man besuchen kann. Man kann dort riechen, man kann die Straßen gehen, man kann schauen, was damals noch war. Aber gleichzeitig sind es auch Orte der Fantasie, weil sie erweitern die Denkfähigkeit. Das ist vielleicht der Wert von Künstlerkolonien, dass sie sozusagen unser Leben, unser manchmal auch ein bisschen langweiliges Alltagsleben, wie in einem neuen Licht darstellen. Und Harald Seemann hat dies für den Monte Verità sehr schön gemacht und ich glaube, deshalb ist es auch heute noch interessant und schön, sich mit diesen Freiheitsorten zu beschäftigen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.